So, ich bin heute endlich mal wieder im Wald unterwegs, auf der Suche nach Winterpilzen. Ich bin hier jetzt in so einem wirklich sehr naturbelassenen Wald. Also wir haben hier sehr viele alte Bäume und auch ganz viel Totholz. Und hier in diesem umgekippten, ja, Holunderstamm lassen sich schon die ersten Judasohren finden. Hier wirklich sehr schöne Exemplare. Die sammle ich natürlich gerne ein. Ja, so. Und hier lassen sich schon die nächsten Judasohren finden. Also hier wirklich super Exemplare. Also ich muss sagen, Bachlauf hat sich gelohnt. Wie man hier sehr schön erkennen kann an dieser Esche. Die ist hier schon, ich weiß nicht, die sieht schon sehr tot aus. Die geht schon teilweise so die Rinde ab. Und hier unten ist alles voll mit Sandfußgüblinge. Richtig schöne Exemplare. Hier kommen für die nächsten Wochen auch noch welche. Das ist natürlich sehr toll. Und auf der Seite sind auch ganz viele. Die großen werde ich auf jeden Fall jetzt schon mal ernten. Und hier unten die zwei großen. Und die kleinen lasse ich alle noch stehen. Also das freut mich wirklich richtig. Denn ja, das sind super Speisepilze. Schön vorsichtig. Stück für Stück immer so eine kleine Büschel ernten. Schon mal mit in den Korb. So, weiter geht's. Noch mal ein paar richtig schöne. Also hier wirklich sehr schön. Groß. So, ich habe die jetzt hier nochmal so ein bisschen schön hingelegt, dass man nochmal die Merkmale gut erkennen kann. Also der Stiel ist sehr samtig. Dann hat man diesen orangenen Hut. Und nach unten hin wird der Stiel immer dunkler. Das erkennt man schön an diesem und an den beiden Exemplaren. Aber auch hier kann man das gut erkennen. Oben ist er etwas heller und dann wird er immer dunkler. Auf jeden Fall einer der besten Speisepilze, die man im Winter finden kann. So, hier bin ich jetzt etwas zu früh. Also hier überall ganz viele kleine Austern, also wirklich richtig junge. Na gut, die brauchen wohl noch so, ja, ein, zwei Wochen. Ja, und sowas regt mich jedes Mal aufs Neue auf. Ich bin hier wirklich mitten im Wald. Es ist hier wirklich weit und breit kein Weg, nichts zu sehen. Da liegt hier einfach ein Kanister. Das gibt's doch nicht. Ja, beim nächsten Mal werde ich mir mal einen Müllsack mitnehmen und dann wird der ganze Müll mal eingesammelt. Ich finde, sowas geht nicht. Den Kleinkram nehme ich mir so immer schon mit. Also was Großes, ja, braucht man dann natürlich irgendwie einen Beutel oder so. So, und hier an dieser Buche lassen sich weitere Austernseitlinge finden. Allerdings auch nicht viel gewachsen seit letzter Woche. Hier auch überall ganz viel kleine. Also bei dem Frost dauert das echt lange. Mal gucken, ob es jetzt noch mal ein bisschen wärmer wird. Dann könnten die vielleicht auch irgendwann mal so weit sein, dass man sie mitnehmen kann. Den einen nehme ich mit, der Rest bleibt stehen. So, und hier in diesem Holunderbusch lassen sich wirklich sehr viele Judasohren finden. Die sind hier nur ein bisschen angetrocknet und ja, gefroren. Die werde ich jetzt aber trotzdem mitnehmen und dann nochmal in Wasser einlegen. Für eine halbe Stunde. Und dann erkennt man ja, ob die noch frisch sind oder ob die schon zu alt sind. Aber die sehen halt wirklich noch sehr frisch aus. So, und die benötigen wohl auch noch etwas Zeit. Auch alles Austern. Kommen hier überall raus aus der Rinde. Wie man sehen kann, die Rinde, die platzt dann hier richtig auf. Und dann kommen hier die Austern raus, aber die brauchen noch eine ganze Weile. Bei dem Frost wachsen die eh nicht.
Hier sieht man, die sind gefroren. Da ist sogar ganz viel Eis. Die wachsen dann erst weiter, wenn es wieder taut. So, ich glaube, jetzt kann ich euch den Verwechslungspartner vom Austernseitling zeigen. Schon mal der Blick von oben drauf. Jetzt entnehme ich mal einen. Und ja, definitiv. Ich pack den mal hier hin. Vielleicht noch einen abmachen, dass man das nochmal besser erkennen kann. Das ist der gelbstielige Muschelseitling. So, und hier nochmal der direkte Vergleich vom Muschelseitling links und hier der Austernseitling rechts. Kann man gut erkennen, hier laufen die Lamellen wirklich bis zum Stielansatz. Also hier und hier hören die halt wirklich abrupt auf. Allgemein ist der Austernseitling mehr grau-hell. Also so geht auch so ins Weiße. Und der hier ist halt mehr gelblich, der gelbstielige Muschelseitling. Auch von oben nochmal betrachtet. Grau. Und der hat halt so, ja, gelb-grünliche Töne halt noch so mit drin. Also eigentlich kann man die sehr gut unterscheiden. Na gut, dann geht's jetzt weiter. Ja, und hier in diesem Waldgebiet hatte ich letzte Woche auch schon nach Austern geguckt. Hab den hier so einen, also der hier nicht, aber hat hier in so einem Baum geguckt, ob da irgendwo Austern dran wachsen. Hat mich einfach einen Waschbär angeguckt. Also sowas kommt dann auch mal vor. Habe ich natürlich gleich anderes Objektiv drauf gemacht und ein bisschen fotografiert. Die Bilder werde ich gleich mal einblenden. So, und hier an diesem umgekippten Baum lassen sich weitere Austern finden. Aber nur ein paar kleine. Also die ist schön, die kommt auf jeden Fall mit. Die werde ich auch noch mitnehmen. Ja, und das war's schon wieder von dieser Stelle. Die ernte ich jetzt erstmal. Super. Und hier haben wir noch eine schöne Flockenhexe, wie es aussieht. Ist auch noch richtig fest. Und das ist natürlich auch ein richtig tolles Bild. Hier nochmal richtig schöne feste Flockenhexen. Drei Stück. Super. So, hier haben wir jetzt nochmal die ganzen Funde von heute. Also hier 5 Flockenhexen. Dann eine ganze Menge Austern. Also Austernseitlinge. Super schöne Qualität. Sehr fest. Dann hier ein paar Judasohren und sehr viele Samtfußrüblinge. Da geht es jetzt gleich nochmal ans Putzen und dann werden die verarbeitet.